Willkommen zurück zu meinem bereits 93. Ich glaube 93 war es, oder was 94 schon? Na gut, wenn ich dann die Nummern draufschreibe, werde ich es dann eh sehen. Let's Play Victoria 2. Wir schaffen das tatsächlich unter 100, dieses Let's Play fertig zu machen. Ich bin beeindruckt. Wir haben der Welt gezeigt, wie super toll wir sind. Ich bin drauf gekommen, dass die letzten paar Male ohne Ton aufgenommen wurden. Tja, haben wir Pech gehabt. Wir haben einen kleinen Krieg gegen Spanien geführt, haben dabei den Sudan erobert. Okay. Ah ja, stimmt. Wir bauen da noch irgendwelche Truppen nach. Also sind da irgendwelche Truppen verschwunden, gestorben, sonst was passiert mit ihnen. Die könnten wir vielleicht auch ausbessern. Naja. Ja, lassen wir das. Erste Armee ist ganz gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also. Wie schon gesagt, bis zum Ende des Spiels wird sich wahrscheinlich nicht mehr allzu viel tun. Wir geben dann ein bisschen Wert darauf. Wir haben jetzt noch Wahlen. Pro Militär wären die Konservativen und die Radikalen, nö, mag ich eigentlich nicht. Mag ich eigentlich nicht. Pro-Militär. Weder die einen noch die anderen. Die Sozialisten, wir haben ja ganz recht, die sind halbwegs brauchbar. Die sind zwar pazifistisch, das macht das Heer ein bisschen schwächer, aber dafür sind sie von der von Wange, ist eine Kernprovinz. Ja, das ist auch in den letzten paar Malen passiert. Wir haben jetzt eine wirklich große Auswanderung offensichtlich. Also in vielen dieser Gebiete in Afrika, die können wir jetzt alle zu österreichischen Staaten machen. Das ist echt extrem super, weil wir dann auch wirtschaftlich dort noch stärker werden, weil wir dort Fabriken reinbauen können. So, und der ist auch fertig. Auch die 8. Armee ist fertig ausgebaut. Wo gehen die hin? Irgendeine Grenze. Oh, da könnten sie hergehen. Das ist vielleicht eh nicht so schlecht, um Italien zu zeigen, dass wir es ernst meinen mit unserer Grenzverteidigung. Und was sie natürlich nicht wissen, ist, dass wir da hinter der Grenze auch noch einen Haufen Truppen stehen haben. Was wir nicht wissen, ist, ob sie hinter der Grenze noch irgendwelche Truppen rumstehen haben. Aber gut. Ich glaube, Italien wird nicht wirklich das Problem sein. Das habe ich in einer vorherigen Folge schon mal gesagt. Italien ist besonders interessant. Normalerweise, wenn Italien gegründet wird, führen die doch relativ viele Kriege. Schon allein deswegen, weil sie da lauter Korps in Österreich haben. Also wenn man sich das anschaut, Italien rein theoretisch hat einen Anspruch auf all diese Gebiete hier. Aber sie sind zu feige, mich anzugreifen. Finde ich auch gut so. Sie würden nämlich verlieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Krieg in irgendeiner Form gewinnen könnten. Interessant, Frankreich müsste eigentlich auf die beiden dann einen Korps haben. Es sind nämlich französische Gebiete eigentlich. Naja, gut. Hey, und schon wieder haben wir. Und einen Kolonialzwischenfall. Das ist ja cool. Aha, eine Invasion hier. Ein Truppeneinsatz dort. Was? Was bringt uns das? Erhält einen Platz an der Sonne. Kriegsgrund gegen Afghanistan? Gegen Afghanistan? Echt jetzt? Na okay, nehmen wir mal den Kriegsgrund. Wir schauen uns dann gleich einmal an, ob das in irgendeiner Weise Sinn macht. Oh, wir könnten eine Kolonie in Afghanistan gewinnen. Das ist ja cool. Na, wieso nicht? So, aber wir haben hier auch eine Kolonie in Kordofan, die ebenfalls jetzt ein Staat wird. Das heißt, wir können da jetzt wieder Fabriken bauen. Also nicht wir, sondern unsere Industriellen. Und wir werden
unseren nationalen Fokus auf ein weiteres Gebiet setzen. Also ich weiß nicht, ob die da jetzt noch werden. Ich meine, Uganda hat 56%, Gabun ist 59, Kasai 71, also 0,71 so. Na, Sudan ist blöd, den haben wir ja gerade erst erobert. Das sind lauter Spanier dort. Gibt so viele Spanier in dem Land. Ja, 15,8, nicht schlecht. Fellow Europeans könnte man sagen. 0,3, 0,15. Katanga hat 0,2, naja. 0,3 und Ägypten 0,08. Ist klar. Diese ganzen großen Kolonien sind echt schwierig zum Verstaatifizieren. Aber wir sind schon ganz unten. Ja, irgendwo hatten wir 0,3, das nehmen wir doch glatt. 0,3. Da. Wie schon gesagt, eher unwahrscheinlich, dass die jetzt noch zu starten werden bis zum Ende des Spiels. Einen General. So, wie kommen wir denn nach Afghanistan? Das ist da mittendrin. Aber ich glaube, durch Persien könnten wir einen. Die sind auch verbündet mit mir. Afghanistan ist allerdings ein Teil von Japan. Würde Japan da eingreifen, wenn wir Afghanistan angreifen? Westafghanistan kann ich mir auf jeden Fall schnappen, laut dem Kriegsgrundgenerator. Das wäre dieses Gebiet hier. Wieso eigentlich nicht? Was soll schon passieren? Japan könnte sich auf ihre Seite schlagen. Werden die das tun, glaubt ihr? Ah, pfeift drauf. Angriff ist die beste Verteidigung. So, aber dazu brauchen wir ein paar Schiffe. Und wir brauchen eine Durchmarscherlaubnis durch Persien. Sie werden akzeptieren. Das ist gut. Na gut, die haben plus 200 gerade mit uns. Du fährst daher und holst ein paar Truppis. Ah, warte mal, da fehlt doch was. Ist das arg? Da sind Leute gestorben. Na gut, das machen wir nach dem Krieg. Dann können wir die Truppen und die, die da im Oman stehen, rüberschippern. Das müsste eigentlich locker reichen. Vielleicht können wir auch Persien fragen, ob sie mitmachen. Dann kann Persien den Krieg führen für uns. Eigentlich eh keine schlechte Idee. Die sind eh stark genug für sowas. Eugen von Böhm und Barwerk, der ist so cool. Glaube ich. Achso, nein, das ist der Falsche. Ich habe einen anderen gemeint. Na gut, Böhm Barwerks Karriere als Gelehrter verlief unregelmäßig. Seine bedeutende wissenschaftliche Phase verlebte er von 1881 bis 1889. Das ist aber schon eine Zeitl her. An der Universität Innsbruck. Schau an. Während der 1880er Jahre veröffentlichte er auch zwei der drei Bände seines Meisterwerks Kapital und Kapitalzins. Sein Leben war während der 1890er Jahre bis 1904 von seinem Dienst als österreichischer Finanzminister geprägt. Okay, ein Finanzminister von Österreich. Obwohl er dieses Amt nicht kontinuierlich bekleidete, für seine Dienste wurde er passenderweise durch die Abbildung seines Porträts auf Österreichs 100-Schilling-Geldschein geehrt. Nach einigen Jahren im Regierungsdienst und nach der Niederlegung seines Amtes kehrte er 1904 wieder in den Lehrbetrieb zurück. Er erhielt einen Lehrstuhl an der Universität Wien und wurde ein Kollege von Wieser, dem Nachfolger des pensionierten Mengers. Zu den Studenten, die während des letzten Jahrzehnts von Böhm-Bawerks Karriere dort ausgebildet wurden, zählten Josef Schumpeter und Ludwig von Mises. Die hatten wir schon. Interessant. Wir haben den Lehrer nach den Schülern gekriegt. Naja, gut. Das Spiel funktioniert einfach nicht geradlinig. Ja. Handelsfreiheit, Freihandel. Ich will keinen Freien. Ich will die Sozialisten haben, aber wenn ich Protektionismus mache, kriege ich nur die Konservativen. Naja, gut, was soll's. Ich will keinen Freihandel. Nicht arg. Okay. Ihr geht aus Schipernakel. Schipernakel geht daher.
wenn wir mal da drüben sind mit dem Schiff, dann werden wir Afghanistan den Krieg erklären und das passt dann schon. Wir hoffen einfach, dass Japan nicht hilft. Wenn Japan hilft, dann könnte es ein bisschen ein langwierigerer Krieg werden. Schwerwiegende Beleidigungen. Unsere Möglichkeiten sind eingeschränkt. Wir können die Weltgeltung von Kalat reduzieren. Was wollen wir dann noch mehr reduzieren? Oh, das würde Prestige kosten. Nein, niemals. Wir nehmen den Kriegsgrund. Ich meine, nichts für ungut, aber was ist Kalat überhaupt? Wo ist denn das da? Das könnten wir gleich anschließend machen. Kalat ist sicherlich. Oh, das ist auch japanisch. Ha, das ist cool. Da, die werden nicht glücklich sein, wenn wir das machen, die Japaner. Na gut, so, du gehst mal. Nein, daher. Und du gehst mal daher. Und wenn du da bist, dann wollen wir mal kurz Krieg erklären. Das Schipernakel. Schipernakel führt dich daher. So, na gut, Afghanistan. Wann Krieg erklären? Ein Platz an der Sonne, Westafghanistan. Nehmen wir keine Bündnispartner oder nehmen wir Bündnispartner? Frankreich wird akzeptieren, Skandinavien ebenfalls. Wir könnten Frankreich und Persien auf jeden Fall fragen. Aber jetzt so nicht fortfahren. So, dann werden wir Frankreich fragen, ob sie mitmachen. Und wir werden Persien fragen, ob sie mitmachen. Und viel mehr werden wir nicht brauchen, eigentlich für diesen Krieg, hoffe ich. Nä. Großartig. Okay. Großartig. Gut, also Japan macht natürlich mit, ist eh klar. Ach weh, ach weh. Dann werden wir noch andere fragen, ob sie mitmachen wollen in dem Krieg. Wen hätten wir noch? Skandinavien zum Beispiel. Sonst noch irgendjemand Interessanten, der mithelfen könnte? Großartig. Wo sind da? Sind es auch mit ihnen verbündet? Na gut, soll sein. So, das heißt aber, wir müssen unsere Flotte auch verstärken. Falsch, Haushalt, Flotte auch auf 100% bringen. Und wir bringen jetzt mal die Flotte da in Stellung. Und die Flotte bringen wir auch darüber. Und zwar hier vor Djibouti in die Straße von Obuk. Oder da hier vielleicht. Um zu verhindern, dass da irgendwelche Japaner daherkommen mit ihren Schippernakeln. Ich hoffe, es reicht, dass wir Afghanistan und Sindh besetzen. Ich möchte nicht nach Japan fahren müssen mit meinen Truppen. Das ist sicherlich mühsam. So, Atheismus. Nö, Säkularismus. Säkularismus wollen wir. Das stärkt auch die Liberalen. Das ist ärgerlich. Na gut, soll sein. So, auf nach Kandahar. Ja, ist egal, die Liberalen haben wieder gewonnen.
Die gehen nach Bamyan, Balk und Bamyan. Na gut. Dann gehen wir mit denen da weiter gleich nach Kabul. Um ehrlich zu sein, wir müssen da nicht alle mit den tausenden Truppen drinnen rumstehen. Das reicht, wenn wir ein paar Truppen haben. Gasverteidigungsfähigkeit. Hey, Gasangriffe helfen nichts mehr gegen uns. Das ist ja cool. Das ist gut, das ist sehr gut. Härter arbeiten, das senkt die Militanz. Schwarzhemden gefällt mir nicht. Ja, okay. Machen wir halt ein paar mehr Faschisten. Ist auch nicht so schlimm. Kandahar gewonnen. Also ich nehme mal an, unser Militär ist stark genug, um auch in diesem Gebiet noch ein paar Afghanen loszuwerden. Gut. Yay, Kolberg ist jetzt eine Kernprovinz. So. Sollen wir noch eine Truppe aus Österreich bringen, um Sinn zu erobern? Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Du geh aufs Schiff. Schiff. Du fahr nach Sind. Wo ist denn Sind? Da ist Sind. Ah. Schau, schau. Da sind schon ein paar Japaner. Was? Oh, Mist. Besuch. Ich glaube, ich werde jetzt dann gleich aufhören. Ich muss mal kurz aufmachen. Gut, so, es sind ein paar Stimmen aus dem Off gekommen, also noch sind sie nicht da, noch sind sie unten, aber sie werden gleich kommen. So, wir haben die, jetzt gerade, wo es interessant wird, na, ist eh klar. Gehen wir mal nach Kabul. Oh, das ist aber schnell gegangen. Die Schlacht von der Straße von Hormus, das sind 25 Transportschiffe scheinbar, die wir da vernichtet haben, das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Damit haben wir eigentlich wahrscheinlich seine Fähigkeit vernichtet, dass er mit irgendwelchen Schipernackeln hierher kommt. Großbritannien will Militärzugang, ist okay. Finde ich auch einen Krieg. Na, die Stimmen aus dem Off. Ja, die führen einen Krieg. Belgische Wiederherstellung der Ordnung in den, was? In den Provinzen? Oh, die haben Wallonien angegriffen. Sowas aber. Und Frankreich und Bayern helfen Wallonien. Das ist cool. Ja, im Hintergrund ist irgendetwas passiert. Es tut mir leid. Ich werde jetzt dann aufhören, damit ihr nicht weiter gestört werdet dadurch. So, aber diesen Krieg dürften wir natürlich schon gewinnen. Wir machen noch einen General. Ah, sehr gut. Und Persien ist wirklich hilfreich gewesen. Die gehen darauf. So, die warten hier. Oh, da sind 33.000 Mann. Sind hat eine große Armee, für das, dass das ein Miniland ist. Na gut, das sind Inder, die dürften da relativ weit verbreitet sein. Die Schlacht von Kabul haben wir auch gewonnen. Gut. Schauen wir mal, was hält Japan davon, dass wir diese Kolonie erobern. Ich glaube, sie werden es nicht annehmen jetzt. Hat ihr großzügiges Willensangebot abgelehnt? Na gut, soll sein.
kann man auch nichts machen. Faserbart haben wir auch gewonnen. Gut. Ist okay. So, Afghanistan haben wir jetzt gleich besetzt. Ganz Afghanistan? Ja, ganz Afghanistan. Hihihihi. So, Faserbart haben wir auch. Ihr fahrt mal hierher zurück. Du gehst nochmal daher. Chahabar angekommen, ist okay. Wir bringen mal die ganzen Truppen zurück dorthin, wo sie hingehören. Mhm, dein General ist verstorben. Den werden wir gleich nachbesetzen. Nehmen wir den Alois von Wittelsbach, das klingt gut. Wow, Wahnsinn. Die Briten werden da auseinandergenommen, hoffe ich doch. Ja, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Wir haben 36.000 Mann. Ach Gott. Die haben 33.000 Mann und wir landen hier. Ich glaube, die sind technologisch so weit hinten nach, dass das vollkommen egal ist. Und gehst du mal da hier. So, ihr habt genug gekämpft, sagen wir mal. Ja, das ist definitiv egal. Wir verlieren dann nicht einmal irgendwas. Wir verlieren 100, während sie 1000 verlieren pro Runde. Was haben wir denn da für Schlachteigenschaften? Wir haben Gasangriff und minus 1 und sie haben nix. Bam. Und tot. Ja, okay, die bleiben vielleicht dann noch stehen und erobern das. Und dann gehen sie erst nach. Das ist die erste Kolonialarmee, die ist von hier, von Muscat. So, na bitte, geht doch. Und wir haben unseren Krieg gewonnen. Und wir können die Nationalstadt Westafghanistan gründen. Das ist ja cool. Wieso das? Das ist bereits eine Kolonie. Keine Kolonie mehr. Die haben noch keine Eisenbahn. Die haben da nichts drinnen. Die können froh sein, dass sie von mir erobert wurden. Vielleicht sollte die Armee vielleicht gleich da bleiben. Den könnte man gleich in Kandahar lassen. Das ist cool. Wir sind so cool. Wir sind so böse. Wir könnten eigentlich gleich Kalat den Krieg erklären, wenn wir schon da sind. Japan würde denen wahrscheinlich gar nicht helfen jetzt. Nachdem wir sie gerade eben auseinandergenommen haben. Krieg zur deutschen Unterwerfung, ist das cool? Deutschen Einflusssphäre aufnehmen, ist das supi? Skandinavien ist so böse, nachdem sie am Anfang des Spiels mehrmals eine auf die Nase gekriegt haben von Deutschland, wehren sie sich. Ist ja cool, sehr gut, Deutschland kriegt eine auf die Nase. So, ich glaube, ich werde jetzt gerade gerufen, Herrschaften, ich werde also für heute Schluss machen. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes. Ciao, ciao und bye, bye.